Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Ja, wir sind ein bisschen, was Leben und so weiter angeht, ein bisschen angeknackt, wie man sieht. So, müssen wir auch als allererstes was kochen, weil wir hatten in der letzten Folge ein bisschen erkundet, so, war ein bisschen so, ja, am Arschloch der Welt, kann man sagen. Und auch da hinten so. Bisschen unterwegs. Und ja. War ein bisschen schwierig. So da überhaupt. Ja, gesund durchzukommen. So, wir essen mal. Und hoffen, dass unser Leben hier ein bisschen auflädt. Oder. Komm, wir legen uns auch mal ein bisschen schlafen. In der Hoffnung, dass. Leben wieder auflädt. Ne, tut's nicht wirklich. So, erstmal eine Soda. Und. Nochmal ein Stück Fleisch drauflegen. Ja, ich weiß, ich habe Hunger. Und was jetzt mit meinem Fleisch? Da liegt, hallo? Feuer ist mal ausgegangen. Unglaublich. Ja, Vögel kommen jetzt wieder. Jede Menge. Ich habe vor, wirklich mal zu versuchen, eines der Höhlen wieder zu erkunden. Wir haben ja hier ein paar. Was geht denn da? Habt ihr da einen Schatten gesehen? Da brauchen wir noch ein Stück Fleisch. Sonst haben wir nichts mehr. Oh. Wie süß ist das denn? Ein Vogel auf meiner Hand gelandet. Ah ja, richtig geil. So. Ah, Leben steigt wieder. Ein bisschen zumindest. Würde ich sagen, wir gehen mal zu der Höhle da. Und. Okay, auf die können wir verzichten. Aber wir haben hier ja To-Do-Liste hier. Erkunde hängende Höhle. Erkunde Höhle der Anwälte. Erkunde Wasserfallhöhle. Müssen wir ja machen. Baue Verteidigungsanlagen. Finde einen Weg in den Kessel. In den Kessel? Das Arschloch der Welt, der Kessel da? Oder wie? Da haben wir wieder einen Totem. Wieder ein Lemur oder Lurch, Lurch er. Der ist alleine. Also ich denke, da wird uns nicht passieren, wenn er hat uns auch nicht gesehen, glaube ich. Vor allem, ich will auch ein bisschen wieder neue Ausrüstung und so weiter finden. Das heißt, ich muss auch langsam in die Höhlen. Und ich weiß nicht, wie viele Höhlen wir insgesamt schon übersehen haben. Vielleicht haben wir einiges übersehen. Nein. Okay, noch überlebt. Hier haben wir ein Dorf von denen. Aber wir müssen hier dran. So. Hi. Und hier. So. Und dann gehen wir mal runter. Glaube, das ist die Wasserfallhöhle. Oder? Sieht danach aus. Ja. Ah, da sind wieder ein paar Ureinwohner.
Aber wir müssen halt weiter. Wir müssen auch mal mit der Story hier vorankommen. Richtig weit runter gucken kann ich jetzt auch nicht. Ja, da sind doch keine Ureinwohner. Nur irgendwelche Steine gewesen. Okay, immerhin. Steine sind wiederum was anderes. Ah ja, aber okay, das ist das hier, wo wir jetzt die Ausrüstung brauchen. Im Höhlensystem. Ja. Also hier kommen wir auch nicht wirklich weit. Vielleicht gibt es aber hier wieder was zum Looten. Ja, ein Koffer wieder. Leuchtfackeln haben wir wieder. Noch ein paar Leuchtfackeln. Leuchtfackeln brauchen wir nicht. Ein Helm. Aber Sodadosen haben die hier jede Menge. Und hier ging es ja weiter. Schädel. Ah, warte mal. War nicht das hier der Ort, wo Thrombosen Jonas war? Wo haben wir die Leuchtfackeln? Da. Ja, man hört ganz leicht irgendwo. Ja, da haben wir einen Ureinwohner. Haben wir einen? Boah. Nicht runterfallen. Das hört sich so an, als wäre da wirklich. Nein. Ja, okay, machen wir jetzt so. Aber wir können vielleicht damit. Eins. Ja. Drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Und. Wo ist der Ureinwohner hin? Da. Können wir den irgendwie von hier aus treffen? Irgendwie nicht. Ja, der kommt hier hin. Nee, doch nicht. Oh, komm schon ein bisschen näher. Borscht Wodka. Nice. Irgendwie herkommen. Oder warte mal, wenn wir erst einmal so uns ein bisschen erkenntlich zeigen. Ah, da hängt einer. Ein bisschen Angst habe ich, da runter zu gehen. Wie weit sind wir schon unten? Jo, die haben uns ja gesehen. Können wir jetzt ganz schnell wieder hoch. Wir sind in dessen Visier. Können wir das Molotow wieder runterschmeißen? Der tut mir leid.
Aber wir waren schon in seinem Visier. Nein, nicht runterfallen. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Warum ist nicht hier? Ganz vorsichtig. So. Ja. Komm, triff ihn, triff ihn. Oh. Nein. Komm und. Ja, komm. Den musst du treffen. Ja, so viel Molotows habe ich nicht. Ja. Ja. Komm, müssen wir vielleicht so werfen. Ja. Dann vielleicht damit haben wir mehr Glück. Auch nicht. Da bleibt uns dann wahrscheinlich nur die direkte Konfrontation. Aber sobald Thrombosen Jonas kommt, gehen wir sofort hoch. Ich glaube, Thrombose überleben wir nicht. Ja. Hört sich jetzt nicht an nach Thrombosen, Jonas. Hört sich jetzt nur nach dem einen Typen an. Boah, ich versuche irgendwie zu gucken, ob ich da irgendwie. Nein, springen kann ich nicht, okay. Ich kann nur so runterklettern. Nice, sofort direkt Angriff gleich. Wo ist der? Aua! Ah! Ganz schnell das hier. Komm her. Ah! Erstmal ganz schnell hoch. Der lebt noch, okay. Oh. Ich glaube, hier unten überleben wir es gleich nicht mehr. Schnell nach oben. Ja, ich weiß, ich bin blutüberströmt. Müssen wir uns eben einmal auswaschen. Zum Glück haben wir hier Wasser. Aber wir haben keine Medikamente mehr. So. Gibt's hier noch Medikamente? Nee. Aber immer noch mehr Leuchtfackeln. Auch keine Medikamente. Alkohol haben die auch nichts mehr. Stimmt, Essen haben wir auch nichts mehr.
Wir haben noch Soda. Wo sind die Schnur? Das heißt, wir müssen zurück. Wir haben nichts mehr zu essen. Kaum Leben. Sterben habe ich jetzt auch nicht vor. Das wäre jetzt dann richtig doof. Und meine Energy ist auch gleich schon leer. Haben wir echt scheiße geplant. Oh. Ist aber auch, glaube ich, die falsche Höhle hierfür. Ist aber auch krass, dass mein Feuerzeug ewig hält hier. Also Gas nicht einfach irgendwann mal leer wird. So. Sieht so aus, als wäre von draußen dunkel. Wenn es jetzt Nacht. Ja, es sieht nach Nachthimmel aus. Ne, doch nicht. Noch helllichter Tag. Das ist noch gut. Dann haben wir vielleicht noch Glück. Haben die vielleicht noch was zu essen hier? Anscheinend nicht. Aber ich würde den Weg hier zurückgehen wollen. Und so wenig Leben, was wir hier haben. Hoffe ich auch, dass wir auf keine der Ureinwohner jetzt treffen. Denn wir müssen jetzt erst einmal hier wieder und regenerieren. Aber ich finde gut, dass die diese Dinger hier übergebaut haben. Also im Hochklettern. Vielleicht ist da oben was. Mal schauen. Ja, meistens was. Ja, wie gesagt, gibt es ja meistens was. Bei dem scheint auch nichts zu geben. So, hops, hops. Ja, ich weiß, ich habe Hunger. Ich habe aber auch keine Gesundheit mehr. Also wir müssen was essen und uns ausruhen. Und dann können wir auch mal schauen. Aber dann würde ich sagen, wir gehen auf unseren Bauprojekt da mal hin. Da sind wir sicher. Da haben wir aber auch Schildkröten. Das wird mal dahin gehen. Und uns mal anschauen, was wir im Notfall noch alles bauen können. Vor allem auch, ich will wissen, wie wir hier Bomben herstellen. Notfalls auf dem Boot können wir auch noch was essen. Also was zu essen zubereiten. Komm. So. Aber dazu brauchen wir erstmal was zu essen. Inventar ist ja leer. Ja. Nein.
Ah, das Fleisch ist unter Wasser gelandet. So schön gewesen, hätte ich jetzt ein bisschen Vogelfleisch haben können. Dem komme ich nicht dran. Entschuldigung. Ja, ein bisschen Husten habe ich ja noch. Ich hoffe, das stört euch nicht. Dann sind wir jetzt schon da. Dann müssen wir mal darüber. Und hier kommen normalerweise Schildkröten. Normalerweise. Aber kurz ein Hammer unter Wasser. Ja, aber wo sind die Schildkröten hin? Hier normalerweise mal rumgeistern. Ich will jetzt nicht hier auf der Insel verhungern, nur weil hier jetzt mal keine Schildkröten spawnen. Dann müssen wir das folgendermaßen machen. Eine Stelle spawnen immer Schildkröten. Und zwar da, wo wir immer hier die Baumstämme sammeln. So. Boah, ey, es tut mir echt leid. Ich habe jetzt gerade irgendwie so ein heftiges Kratzen im Hals. Und das lässt mich irgendwie gerade gar nicht in Ruhe, deswegen bin ich jetzt erstmal nur am so leicht keuchen, husten. Wieder dunkel. Die Nacht geht aber auch, kommt aber auch ganz schön schnell, finde ich. Aber auch gerade das Gefühl, wir kommen auch gar nicht voran. Doch, kommen wir ein bisschen. Aber auch nur leicht. Oh, hoffen wir mal, die Schildkröten kommen jetzt langsam nach vorne. Weil ich habe jetzt nicht vor, einen Hungertod zu sterben. Ah, die scheiß Ureinwohner wieder. Da ist aber eine Schildkröte im Wasser. Seht ihr die? Komm, da bewegt sich eine, ja. Bleibt gefälligst weg von mir, ja? Ich will nur die Schildkröte da vorne. Und dann war's das auch. Geht weg. Wir sind alle glücklich. Ja, da kommt noch einer. Mit Licht. Und dessen Kommunikation irgendwie sonderbar.
Wenn wir ganz schnell uns die Schildkröte hier schnappen. Ja, haben wir die? Hallo? Ach ne. Geh weg. Ich wollte jetzt nur die Schildkröte haben. Ach, die lebt noch. Hau ab. Kann ich irgendwie noch mit etwas... Ich habe noch Fleisch. Ja. Ganz schnell. Der haut ab. Ja, jetzt will ich erstmal das Stück Fleisch essen. Dann schnappen wir so eben die zwei Schildkröten. Und dieses Stück Fleisch kann uns jetzt eben das Leben retten. Komm, beeil dich. Aber wir sind gerettet. So, komm. Den haben wir. Ja. Und dich. Yep. Haben wir. Dann eben jetzt noch ganz schnell die zweite Schildkröte oder eine der beiden Schildkröten essen. So, machen wir zwei drauf. Noch ein Gewitter ganz schnell dringend gebrauchen oder ein Regenschauer, weil das wird auch langsam dringend notwendig, hier das Wasser. War da nicht gerade noch eine dritte Schildkröte? Da hinten. Essen ist fertig. So, und links Essen auch fertig. Man lebt ein bisschen Leben auf. So, schnell. So, Schildkröte. Und jetzt ganz schnell wieder zurück. Hallo Möwe. So, und dann Rückwärtsgang. Und dann ab zu der Insel, beziehungsweise, was ich gerne mal wissen würde, wo haben wir das nochmal? Hier. Wie baue ich Sprengstoff? Ich brauche Klebeband, das haben wir hier. Ja. Dann noch eine Uhr, eine Münze. Eine Münze. So, wir haben die Platinen. Ja. Klebeband. Das zählt als Soda. Alkohol haben wir nicht mehr. Batterien, Steine, Münzen. Alte Pistolenteile. Was haben wir hier? Ringelblume. Picoré. Chemiezeichnung. Aloe Vera. Aloe Vera Samen. Der Benutzer, die Samen in einem Garten. Müssen wir einen Garten bauen? Hier haben wir immer noch Fleisch. Ja, aber uns fehlt noch einiges. Ja, was ist denn das denn? Armbrustbolzen. Überlebenshandbuch lesen. Ach so, das Ding. Was können wir hier noch eigentlich bauen? So, bauen bringt ab hier. Ja, Garten. Trockengestell. Benötigt 5 Stöcker. Wassersammler benötigt 4 Stöcker, ein Dings. Rasenkäfig. 4 Stocklager, Baumschullager.
So, Knochenkorb, Pfeilkorb, Rüstungsgestell, Felllager. So, eigenes Fundament. Ja, das kennen wir alle schon. So, eigene Treppe, Plattform, Lochsäge, offener Pavillon, Felswand, Felsbad, Stockzaun, Knochenzaun, Baumbrücke, Baumhaus. Grundlegende Wand, mit Fenster, Wand mit Tür, einfache Treppe. Halflage, Kletterseil, Harzsammler, Kran. Wofür brauchen wir einen Kran? Holzbank, Tisch, Stuhl, kleines Bett, Feuerstelle, Beistelltisch, Couch, Knochenstuhl. Schädeldekoration, Wandhalter. Kopftrophäe, Wandpflanztopf, Kronleuchter aus Knochen, Kopfrahmen, Knochenrahmen, Vogelhäuschen, Rasenfalle, so, gibt's hier alles. Steinschwungfalle. Boah, ich würde sagen, wir bauen da uns auch mal. Da, wo diese Hütte ist, beziehungsweise dieser Unterstand von uns, bauen wir da auch noch eine Siedlung vor für die Festung. Was schreist du da hinten? An mich kommst du eh nicht dran. So, wir haben wieder Durst. Unsere letzte Dose. Soda. Dose. Dose. Unsere letzte Dose ist das. Und jetzt brauchten wir dringend ein Gewitter oder einen Regen. Denn wir brauchen ganz dringend diese Schildkrötenpanzer. Und dann würde ich sagen, hier nach direkt fange ich mal an, wieder so eine extra Folge zu machen, so eine Baufolge, wie wir da unten erstmal den Steg und dann oben einfach alles nach und nach langsam anfangen aufzubauen. Und ja, ich gehe erstmal dann zu unserer Unterstellung da und versuche mal da irgendwie zum helllichten Tag, bis zum helllichten Tag zu schlafen. Und dann würde ich sagen, beginnen wir gleich auch mit der nächsten Aufnahme, wo die Extra-Folge wieder ist, die Baufolge, die wieder vielleicht ein, zwei Stunden dauert. So, wir sind wieder hungrig, eben ganz schnell essen. Das machen wir auf jeden Fall. Denn Essen ist sehr, sehr wichtig. So, C. So, das warten wir noch eben drauf. Dann wird diese Folge vielleicht so 35 bis 40 Minuten lang sein, glaube ich. Diese hier jetzt. Ja, ich glaube eher 35. Und dann, ja, machen wir ein Nickerchen. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich gleich schon in der nächsten Folge. Oder falls du direkt dann an dies, wenn es rauskommt, dann sehen wir uns morgen auf jeden Fall. Kommt die extra lange Folge quasi. Aktuell handhabe ich das so eigentlich mit den extra Folgen, dass die dann statt den regulären Folgen kommt, obwohl ich das eigentlich anders geplant habe. Aber was The Forest angeht, komme ich momentan immer selten zum Aufnehmen. Und ja, vor allem, wir sind auch aktuell dabei, hier Cyberpunk hier aufzunehmen, da übertreiben wir es auch ein bisschen mit den Sessions. Und ja, da hinten ist er schon wieder. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.